Gut, ja. Herzlich willkommen zum zweiten Vortrag in dem Blog Inspire und was es sonst noch Schönes gibt. Darf ich vorstellen, Armin Retterath aus Rheinland-Pfalz. Wie heißt euer Amt inzwischen? Immer noch Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation. Immer noch Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation. Das ändert sich ja immer mal, aber die Leute bleiben die gleiche, die Software bleibt die gleiche, die Probleme werden weniger, weil ihr sie ja löst. Das finde ich immer super. Im Rahmen einer Live-Präsentation zeigt Armin jetzt, wie sich frei verfügbare Geodaten auf einfache Weise, schon wieder einfach, hoffentlich in einfach. Kürzester Zeit mittels QGIS Cloud und dem Geoportal RLP für Inspire bereitstellen lassen. Und ich nehme mal an, hier geht es jetzt um kleinere Anwender mit nicht ganz so gigantischen Datenmengen, genau. Die aber trotzdem Sachen in Inspire bereitstellen müssen. Genau, es geht eigentlich um Anwender, die jetzt gar keine Services bereitstellen können, weil die gar keine Infrastruktur haben, keine technische. Welche Möglichkeiten hätten solche Anbieter jetzt, ihre Daten trotzdem zu Inspire zu bekommen? Ich ziehe mich mal zurück und mache genau, dann versuche ich jetzt mal in der Live-Präsentation vorzustellen, wie man freie Daten aus dem Internet runterladen kann, die quasi mit QGIS sich anschaut, in die QGIS Cloud pusht als eine Lösung, weil diese QGIS Cloud eben über WMS und WFS-Schnittstellen verfügt und dann über unsere Infrastruktur, über das Geoportal Rheinland-Pfalz quasi in den Katalog überführt und von dort aus zu Inspire bringen kann. Das sollte innerhalb von einer Viertelstunde funktionieren, hoffe ich mal. Vielleicht erstmal eine Frage, wer ist überhaupt von Inspire betroffen? Wer muss schon Daten für Inspire bereitstellen hier im Haus? Okay. Wer stellt auch schon Webservices bereit? Oder wer hat in, ja, weniger? Okay. Alles klar. Ja, dann fange ich mal an. Ich nehme jetzt einfach einen Datenbestand, der als Open Data bei uns in Rheinland-Pfalz schon zur Verfügung steht. Das wären Überschwemmungsgebiete. Ich suche nach Überschwemmungen in unserem Katalog. Finde jetzt Daten. Genau hier. Nutze diese Inspire Atom Feeds, um die Daten runterladen zu lassen. Das ist halt gleich, was der Jürgen eben vorgestellt hat. In seiner Desktop-Version gibt es bei uns als HTML. Das sind jetzt alle Überschwemmungsgebiete gesetzlich festgelegt aus Rheinland-Pfalz. Der Klick jetzt hat den Download gestartet, der GML-Datei, beziehungsweise wird jetzt vom Browser gerendert. Das ist ein ganz alter WFS, Version 1.0.0, die da noch verwendet wird. Das ist ein Geo-Server im Hintergrund. Und wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis der Firefox diese GML-Datei auch anzeigen kann. Okay, das ist also diese normale GML-Datei aus dem WFS 1.0.0. Wir speichern die Seite als test.gml. Ja. So, das Speichern ist erfolgreich gewesen. Ich gehe mal davon aus, es sind so, glaube ich, 17 MB GML-Datei. Jetzt gehen wir in QGIS rein. Ich habe da schon mal ein Projekt geöffnet, mich auch mit meinem Account in der QGIS Cloud angemeldet und lade jetzt diese GML-Datei lokal hoch. Die heißt Test-GML 17 MB. Öffne die mit QGIS. QGIS rendert die auch. Das sind diese violetten Elemente hier. Dann müsste ich diese Datei. Erstmal anmelden. Layer aktualisieren. Das heißt, in dem Augenblick soll die Datei jetzt quasi in die Cloud gepusht werden. Daten in die Cloud laden, so, hochladen. Das sind mehrere hundert Objekte. Das Interessante daran ist, und das ist jetzt auch neu in QGIS, dass die Serverkomponenten, die in QGIS in der Desktop-Version konfiguriert werden, quasi auch für die Cloud-Konfiguration automatisch übernommen werden. Das ist fast erfolgreich gewesen. Aber hochladen, okay. Oder die Internetverbindung ist abgebrochen, das kann natürlich jetzt auch sein.
Gut, warten wir noch ein bisschen aufs Hochladen. Ich melde mich jetzt nochmal im System an, was passiert, wenn ich diesen Dienst hochgeladen habe. Dann muss ich ja den Dienst irgendwie auch in die GDI überführen. Dazu habe ich mir mal einen Account gemacht, einen Foskis-Account bei uns im Geoportal. Im Geoportal Rheinland-Pfalz kann man quasi WMS-Dienste, WFS-Dienste registrieren und bei dieser Registrierung dieser Dienste werden automatisch alle möglichen Metadaten extrahiert und stehen dann zum Editieren wieder über Metadateneditoren zur Verfügung. Wir haben hier genau diesen QGIS Cloud Server schon registriert mit zwei verschiedenen Layern, die wir eben schon gesehen haben. Die waren hier zu sehen. Das ist natürlich jetzt blöd, dass der den aktualisiert hat. Abgeschmiert. Genau. Gehen wir davon aus, es hätte funktioniert, dann würde jetzt in diesem WMS-Dienst wären jetzt drei Layer würden zur Verfügung stehen. Gleichzeitig aktiviert auch QGIS Cloud den Web-Feature-Service auf dieser gleichen Datenquelle und man hat eben zwei URLs, die man quasi zur Registrierung in Systemen verwenden kann. Das wäre einmal die URL hier, wms-qgis-cloud.com mit dem Nutzer-Account und dann eben der Projektname, der da verwendet wird, der Projektdatei. Und auf der anderen Seite haben wir einen Web-Feature-Service. Nehmen wir den mal hier raus. Kopieren. Der eben auch eine WFS 1.0.0-Schnittstelle zur Verfügung stellt und wo diese einzelnen Projekt-Layer, die quasi in der QGIS-Projektdatei vorhanden sind, als WFS-Feature-Types zur Verfügung gestellt werden. Das ist einmal hier das ist ein Beispiel, was ich gestern gemacht hatte, Protected Sites für unsere Naturschutzgebieten und einmal eben der Layer Verwaltungsgrenzen, das war das erste Beispiel. Und normalerweise müssten jetzt auch die Überschwemmungsgebiete da auftauchen. Gehen wir davon aus, das hätte funktioniert. Dann besteht halt hier im Geoportal Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, diese beiden Dienste zu registrieren. Die Registrierung ist jetzt ebenfalls erfolgreich gewesen. Über die Metadateneditoren zu den Diensten, die wir da anbieten, haben wir die Möglichkeit, für diesen WFS-Service auf QGIS basierend die einzelnen Feature-Types zu konfigurieren beziehungsweise weiter mit Metadaten zu versehen, mit zusätzlichen Metadaten zu versehen. Im Fall der Verwaltungsgrenzen sind das ungefähr 20 Metadatensätze, Metadatenattribute, die quasi von der Inspire-Richtlinie erforderlich sind und gefordert werden. Die kann man hier mit einem einfachen Metadateneditor ausfüllen, abspeichern dann ebenfalls, mit Lizenzen versehen und an diesen Feature-Type ranhängen. Im Fall des WMS-Dienstes erfolgt eine Verlinkung dieser Metadaten mit dem Layer, dem jeweiligen Layer, der ebenfalls registriert ist und den Rest erledigt das System automatisch. Das bedeutet, die Daten, die jetzt registriert sind, leider nicht funktioniert haben, stehen im Katalog zur Verfügung. Und hier hätten wir dieses Beispiel mit den Verwaltungsgrenzen, Landkreise, das ist der Metadatensatz dazu. Und da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal die Visualisierungsmöglichkeiten über die QGIS Cloud. Wir können den auch einfach mal hinzuladen. Okay, genau. Das ist also jetzt dieser QGIS Cloud Service, der bis 50 MB kostenfrei ist für nicht kommerzielle Zwecke. Wenn man jetzt ein bisschen mehr Speicher braucht, muss man halt Geld bezahlen. Aber das System funktioniert und stellt auch die ausreichenden OGC-Schnittstellen zur Verfügung. Das war eben die Visualisierungsmöglichkeit, die für Inspire erforderlich ist. Und der Download. Der erfolgt hier, wie der Jürgen das eben gezeigt hat, über einen webbasierten Download-Client, der quasi automatisiert auf Basis des Web-Feature-Services diese Atom-Feeds generiert, synthetisiert auf Wunsch des Datenanbieters jeweils. Und hier ist es jetzt quasi eine Möglichkeit, auch bayerische Download-Feeds zu konsumieren, beziehungsweise die Daten halt herunterzuladen. Hier sehe ich jetzt die QGIS Cloud WFS-URL, die nochmal bereitgestellt wird, die ich dann eben nutzen kann, um die wieder im Desktop-GIS zu integrieren. Oder halt die Möglichkeit, hier unten über einen direkten Aufruf eines Get-Feature-Requests die Daten herunterzuladen.
Ja, das ist ein bisschen schade, dass es nicht funktioniert hat live hier. Wir schauen noch mal rein. Nee. Cookies ist abgeschmiert. Also müssen wir jetzt glauben, dass es normalerweise problemlos funktioniert. Eine Sache, die ich jetzt vielleicht noch gerne zeigen würde, was ich eben am Beispiel gezeigt hatte, der WFS wird registriert bei uns. Der Nutzer kann entscheiden, ob er für irgendeine Objektart in diesem WFS einen Inspire-Download-Dienst aktivieren will, indem er einfach eine Checkbox setzt. Der setzt einen Haken und sagt, für diesen Layer soll oder für diesen Feature-Type soll jetzt dieser Inspire-Download-Dienst aktiviert werden. Das führt dazu, dass wir quasi eine Fassade vorneweg setzen auf Basis dieser Atom-Feeds, die Inspire sich da überlegt hat. Und diese Fassade ist jetzt in der Lage, quasi anhand der verschiedenen Formate, der Jürgen hat das eben am Beispiel gezeigt, die Formate werden konvertiert von diesem Desktop-Client, der diese Dienste konsumieren kann. Bei uns ist es so, dass wir direkt die Ausgabe aus dem WFS nutzen, um verschiedene Formate dem Endnutzer zur Verfügung zu stellen. Ich kann da ein Beispiel zeigen, des der Straßenverwaltung. Wir haben hier das Straßennetz des Landes Rheinland-Pfalz und auch das steht über Inspire-Download-Dienste zur Verfügung. In dem Fall, wo der WFS-Server im Hintergrund so konfiguriert ist, dass er verschiedene Ausgabeformate nativ unterstützt, kann der Nutzer sich dann eben sagen, okay, ich möchte gerne die Dateien in GeoJSON, also hier ist jetzt eben Shape, GeoJSON, GML3 und CSV konfiguriert worden. Das ist ein Map-Server, der dahinter konfiguriert ist. Und das sind die typischen Ausgabeformate, die in dem Get-Capabilities-Ergebnis eben auch angeboten werden vom WFS. Und für diese Ausgabeformate werden automatisch dann hier Download-Dienste erzeugt. Ich sage, ich will die jetzt in GeoJSON haben, und zwar die Straßen hier im westlichen Bereich von Rheinland-Pfalz. Drück auf den Knopf und der Nutzer bekommt dann quasi diese GeoJSON-Objekte direkt über diese Inspire-konformen Download-Dienste und kann sich die runterladen, kann sich als Shape runterladen, wie er sie gerade benötigt. Ist eigentlich relativ einfach in der Bedienung und wir haben das in Rheinland-Pfalz auch so gemacht, dass wir quasi komplett für den Download von Datensätzen auf Inspire-Download-Dienste setzen. Das heißt, es gibt gar keine andere Alternative, Daten herunterzuladen. Es geht alles über diese Inspire-Fassade und dadurch haben wir da auch schon 6.700 verschiedene Download-Dienste, die wir anbieten in dem Bereich. Ich denke, das ist relativ einfach, das Verfahren. Ich kann jetzt auch ein Beispiel auch nochmal zeigen. Wenn ich jetzt Download-Dienste aus Europa nehme, dann können wir die natürlich auch im HTML-Client hier nutzen. Nehmen wir mal aus Bayern, das ist vom Landesamt für Umwelt in Bayern, ein Download-Dienst, den die anbieten. Oder vom Geodatenzentrum, das funktioniert jetzt nicht. Also entweder das Internet ist ganz weggebrochen. Da ist kein Netz mehr. Ja, das ist das Problem bei der Live-Präsentation. Diesmal ohne WLAN. So, jetzt haben wir auch wieder Netz, alles klar. Gut, gehen wir nochmal in diesen Download rein. Sehen wir das Beispiel des Landesamts für Umwelt in Bayern. Auch die stellen Atomfeeds bereit. Ich weiß nicht, ob die Fassade der Bayerischen Vermessungsverwaltung oder die eigenständig bereitgestellt werden. Die kann ich hier genauso konsumieren, wie auch Dienste jetzt aus Holland zum Beispiel, genau. Oder Dienste des Geodatenzentrums hier vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie.
Auch die stellen alle ihre Datensätze über Inspire Atom Feed zur Verfügung. Von daher habe ich hier ein relativ großes Maß an Interoperabilität erreicht, eben auch Europa grenzübergreifend, indem ich ein Verfahren aufgesetzt hatte oder aufgesetzt, was auf Basis von relativ einfachen Service-Architekturen, die es bis zu dem Zeitpunkt der Inspire-Richtlinie eigentlich gar nicht gab, ermöglichen, harmonisiert auf verteilte Datenbestände zuzugreifen. Ja. Von daher denke ich, ist das auch ein tolles Beispiel, dass Inspire in gewissen Grenzen funktioniert und auch einen relativ großen Schritt in die richtige Richtung gegangen ist. Im Bereich der harmonisierten Datenmodelle, das, was wir vom Jürgen gerade eben gehört haben, ist das noch ein bisschen in Frage gestellt. Wir müssen also eigentlich ab nächsten Jahr anfangen, die Daten in harmonisierten Datenmodellen zur Verfügung zu stellen. Der Aufwand ist da ein bisschen größer, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Von daher, ja, damit wäre ich eigentlich soweit am Ende und wäre offen für Fragen. Ja, vielen Dank. Dass du am Ende bist, liegt vielleicht daran, dass es gestern Abend spät geworden ist. Wahrscheinlich. Möglicherweise so endet man noch nicht mit deinem Vortrag. Ist alles toll, super. Ist alles super, ja. ja, okay, Fragen. Jens. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine Mogelpackung war. Warum? Die Frage war, er ist sich nicht sicher, ob das eine Mogelpackung war. Am Anfang haben Sie doch gesagt, es gibt eine einfache Möglichkeit für jemanden, der keine Infrastruktur hat, Inspire-konform Daten zu stellen. Nein, nicht Inspire-konform Daten, sondern die Daten quasi über die Inspire-Architektur in der Geodateninfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Deswegen war vielleicht der Vortrag vom Jürgen eben ein bisschen vorgezogen gewesen. Der hätte eigentlich zeitlich danach erfolgen müssen, weil der Schritt der Datenharmonisierung, das ist der letzte Schritt in der Inspire-Umsetzung, der ist in dem Fall hier natürlich nicht erfolgt. Also wenn ich es gerade zusammenfassen kann, nochmal die Frage war, das sind jetzt ja eigentlich keine Inspire-Daten, die bereitgestellt werden. Und deswegen wäre der Vortrag umgewesen, du stellst sie bereit über die Infrastruktur, aber noch nicht Inspire-konform. Und der nächste Schritt mit Hey wäre dann, sie auch Inspire-konform bereitzustellen. Mir ging es aber gar nicht ums Datenmodell, sondern tatsächlich um die Schnittstellen. Ach so, doch. Die Kugis Cloud kann ja offensichtlich... BFS 1.1 oder so? 1.0.0 war das jetzt gewesen. Das müsste, glaube ich, 2.0 sein. Nein, nein. Das Schöne ist daran, dass das Geoportal Rheinland-Pfalz automatisiert diese Atom-Feeds baut. Das heißt, die Leute registrieren den WFS in einer beliebigen Version. Das kann 1.0.0, 1.1.0, 2.0.0 sein. Und über diesen Haken, den die Kollegen dann da setzen für den Feature-Type, aktivieren sie die Atom-Feed-Fassade. Dann wird einfach nur ein Fake gemacht und quasi vor dem WFS eine Atom-Feed-Fassade aufgesetzt. Und damit haben die gar nichts zu tun. Und das ist, läuft durch jeden Inspire-Validator durch. Ist gar kein Problem. Das heißt, die komplette Bereitstellung über Services, auch die Capabilities-Dokumente, die Metadaten, alles ist hundertprozentig Inspire-konform. Das, was fehlt, ist die Harmonisierung des Datenmodells. Ich meine, das wäre doch genau die Lücke, die jetzt jeder Mann oder jeder Frau sozusagen nachbilden müsste, um das Core-Rezept zu Ende zu verfolgen, nicht wahr? Also die Bereitstellung von so einem Atom-Feed ist genau die Lücke, damit man sozusagen die Daten dann Inspire-konform bereitgestellt hat, nachdem sie in der Kubis Cloud sind, richtig? Ja, aber das ist ja nur der Haken der Gesetze, das ist ja automatisiert, die brauchen ja nichts zu tun. In Rheinland-Pfalz. In Hessen, im Saarland auch. Okay, langsam, schöne Diskussion. Leider die Hälfte davon nicht auf dem Tape jetzt wahrscheinlich. Also es geht im Moment so ein bisschen drum, dass ein Service WFS 2.0 sein müsste, um es bereitzustellen und ihr über das Geoportal einen Atomfeed davor stellt und damit Inspire-konform seid. Nein, es gibt zwei Alternativen für die Bereitstellung. Es gibt diese Möglichkeit, WFS 2.0 zu nehmen oder es gibt die Möglichkeit, Atom-Feeds zu nehmen. Wir setzen im Rheinland-Pfalz diese Atom-Feeds ein. Die QGIS Cloud hat im Moment nur den WFS 1 Bereitstellung, deswegen setzt ihr noch die Atom davor. Die QGIS Cloud stellt diese OGC-Dienste zur Verfügung. Genau. Und wir bauen halt eine Proxy-Fassade für diese OGC-Dienste in niedrigeren Versionen, um die quasi auf Inspire-Level anzuheben. Das ist ein relativ einfache Möglichkeit, kostet nichts und ich kann halt, bin auch heute dann eben durch die QGIS Cloud auch in der Lage, die OGC-Schnittstellen unterstützt, Daten für Inspire bereitzustellen. Das könnte jede Kommune machen, die auch keinen eigenen Webserver betreibt, wie auch immer, die installieren sich QGIS, digitalisieren ihre Baumkataster, was auch immer, drücken auf den Knopf und Ende. Ja, da ist fast nichts zu tun. Das sind 10 Minuten. Ich war jetzt eine Viertelstunde fertig. Das ist auch noch schneller zu machen. Wenn man das häufiger macht. Ja, es kann auch länger dauern. Es kann auch länger dauern, wenn das Internet abbricht. Aber grundsätzlich
ist Inspire, ist kein Hexenwerk. Ja? Man muss sich halt darauf reduzieren, das Mindeste zu tun, das, was notwendig ist. Und man kann wirklich am schönen praktischen Beispiel auch hier mit den verteilten Datenständen über Europagrenzen hinweg zeigen, dass es funktioniert. Wir haben natürlich auch ein paar Probleme, die dann auftauchen. Wenn ich jetzt, scrollen wir hier runter. Genau, die Dienste, alle europäischen Länder ziehen da halt nicht mit. Nehmen wir mal die Protected Sites aus Schottland. Wo liegen die? Die liegen da in Irland. Warum liegen die in Irland? Weil die einfach die irischen Atom Feeds genommen haben und vergessen haben, die Bounding Boxen anzupassen. Und ja, das ist die Realität. Natürlich, es gibt Beispiele, wo man zeigen kann, da ist noch ein bisschen dran zu tun, ja. Aber grundsätzlich stellen fast alle viele europäische Länder ihre Daten über Atom Feed zur Verfügung. In Frankreich ist im letzten Jahr ist es auch so weit gekommen, dass viele Kommunen schon Atom Feeds bereitstellen. Da gibt es ein paar Provider, die da Angebote haben, Kataloge zu betreiben, die auch automatisch Atom Feeds Fassaden generieren. Und dadurch ist Frankreich jetzt momentan stehen von Frankreich 1500 Atom-Feeds schon zur Verfügung, um auf kommunale Daten zugreifen zu können. Ein interessantes Detail finde ich jetzt, dass hier die schottischen Daten angezeigt werden als Inspire vorliegend, aber im Geoportal RLP registriert sind. Nein, ne? Nein, das ist nur ein Link. Achso, das ist nur ein Link zum Testen, um zu zeigen, dass es europaweit funktioniert. Das sind Beispiel-Feeds, die haben wir in dem HTML-Client einfach hart verdrahtet konfiguriert. Okay. Die können wir auch verlängern, die Liste, klar. Ja. Eine Sache, die mir vielleicht noch zeigen kann, was bringt uns dann Inspire, wenn wir jetzt QGIS, genau, hier, das war wahrscheinlich das Problem, speichern. Ja, okay. Und in dem Augenblick haben wir die Daten jetzt auch in der Cloud drin und jetzt müssten wir in QGIS, in Projekteigenschaften kann ich den OWS-Server in QGIS konfigurieren, muss aber quasi die Überschwemmungsgebiete hier noch aktivieren, anwenden, damit der WFS dann eben auch in der QGIS Cloud für diese Objektart konfiguriert ist. Und dann muss ich die Daten hier nochmal Karte publizieren, speichern, okay. So, in dem Augenblick sind die Daten jetzt wirklich auch über den WFS stehen die zur Verfügung in der QGIS Cloud. Jetzt könnte ich das durchführen, was ich eigentlich gerne gemacht hätte. Ich registriere den WMS oder aktualisiere den WMS, aktualisiere den WFS und habe die Daten dann im Endeffekt innerhalb von 5 Minuten für Inspire aufbereitet. Ist das eine Struktur, die eine Kommune aus einem anderen Bundesland jetzt auch mitnutzen kann? Also ist das eine Struktur, die eine Kommune aus einem anderen Bundesland auch mit nutzen kann, war die Frage. Also wir haben das System ja in 3 Bundesländern im Einsatz. Das heißt, in Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz ist das alles kein Problem. In Bayern gibt es auch Möglichkeiten, glaube ich, die von der Bayerischen Vermessungsverwaltung angeboten werden, um sowas zu machen, zu nutzen, also Fassadentechnologien da einzusetzen. Da müssten wir uns mit unseren Kollegen unterhalten im Ministerium, ob das jetzt eine Kommune einfach nutzen kann. Wir hatten auch schon eine Anforderung aus Mannheim gehabt, die wollten auch Bebauungspläne bereitstellen. Muss dann da entschieden werden, interministeriell im Arbeitskreis, ob das da einfach extern genutzt werden kann. Grundsätzlich klar, ist das kein Problem. Peter, noch eine Frage? Also bei uns in Mecklenburg ist es eher ein politisches Problem, dass ich dann da die Vermessungsverwaltung nicht bereit erkläre, das für die Gemeinde zu tun, weil es einfach nicht geklärt ist. Wo war das? In Mecklenburg-Vorpommern ist es eher ein politisches Problem, war hier eine Anmerkung, dass die Vermessungsverwaltung das einfach gar nicht bereitstellt für die Kommunen. Ist nicht geklärt, wer zuständig ist. Ja. Ja, weitere Fragen? Jens? Ich wollte es nur noch gerne zu Ende bringen, weil meine Frage ging in die gleiche Richtung wie die Frage hier vorne. Also wie kann man es selber machen? Also die fehlende Lücke mit dem Atom-Feed kann man ja dann genauso schließen wie die Schotten. Also, mit der Hand. Genau. Ja, also man kopiert ein vorhandenes und denkt dran, alles, was man ändern muss, auch tatsächlich zu ändern. Und dann wäre man eigentlich fertig damit. Das Problem ist, dieser Atom-Feed ist eigentlich... Die Frage oder die Frage, die gestellt worden ist, ist, wäre es denn möglich, auch einfach wie die Schotten quasi diese Atom-Feeds zu kopieren, anzupassen an seine eigenen Verhältnisse und die dann zu publizieren, mit Metadaten natürlich zu beschreiben und dann wäre man in dem Augenblick fertig. Und die Frage muss man mit Nein beantworten. Das Problem ist, diese Atom-Feeds haben eine gewisse Service-Komponente. Das ist diese geforderte Open-Search-Schnittstelle, die von den Inspire-Guidance-Papern gefordert wird. Und ohne diese Service-Komponente laufen die auch nicht durch die Validatoren durch. Das heißt, eine reine Fassade mit XML, statischen XML-Dateien reicht leider nicht aus, um die Anforderungen zu erfüllen an der Stelle.
Okay, kann man das, was ihr jetzt beschrieben habt, so schlüssig mal in einem kleinen Buch veröffentlichen? Ich denke da an so ein 600-Seiten-PDF, damit man es dann wieder bedienen kann. Okay, noch eine Frage, sonst machen wir wieder kurz Pause, 4 Minuten und dann geht's weiter. Dann bedanke ich mich erstmal bei den ersten zwei Rednern und eine 3-minütige Pause. Dankeschön.